Ja, wir stellen bei Videoüberwachungsanlagen immer wieder fest, dass oftmals die Schutzziele nicht beachtet werden. Also eine Firma, die die Videoüberwachungsanlage installiert hat, hat sich gedacht, wir machen Videoüberwachung. Was heißt, wir machen Videoüberwachung? Wir hängen mal 3 Kameras hin und nachher, wenn dann wirklich der Täter da war, dann stellt man fest, oh, das, was ich eigentlich auf den Bildern sehen wollte, dass ich vielleicht einen Täter identifizieren kann, das ist ja gar nicht gewährleistet. Ne? Jetzt aber die Norm gibt einem Hilfestellungen, wie ich meine Schutzziele schon im Vorfeld festlegen kann. Also will ich hier wirklich einen Täter erkennen, will ich hier einen Täter identifizieren, dann habe ich eine entsprechende Klasse in der Norm, die ich auswählen kann und meine Kamera danach projektieren kann, sodass nachher im Schadensfall ich auch nicht enttäuscht werde, was ich für Videobilder bekomme, sondern dass ich genau die Videobilder bekomme, die ich vorher auch als Schutzziel festgelegt habe. Und dabei hilft mir die Norm sehr gut. Insbesondere wird die Bildqualität im Bereich der Videotechnik nun auch rekonstruierbar nachprüfbar. Ich kann Bildqualitäten genau messen, ob ich gewisse Auflösungsklassen zum Beispiel erfülle.